Das Interessante an Brüssel ist, es ist die einzige wichtige Metropole oder Hauptstadt, die kein wirkliches Image von sich produziert hat. Jeder hat Bilder vor seinem geistigen Auge, wenn er Paris hört, ja, oder London oder Wien, auch Berlin, ja, Mexico City, ja. Sogar Odessa haben wir das Gefühl, wir sehen irgendwas vor uns und das hat einen Zauber oder löst Assoziationen aus. Brüssel hat kein Image, außer eben EU-Hauptstadt zu sein, was sie ja nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil ist. Das ist ein kleiner Teil von Brüssel, das Europaviertel, wo die Institutionen sind. Das ist ganz eigenartig. Ich habe Brüssel, glaube ich, gut kennengelernt und ich habe es sehr liebend gelernt. Ich finde es eine wahnsinnig schöne, faszinierende oder sagen wir spannende Stadt. Und ich könnte stundenlang über Brüssel erzählen, aber wir produzieren da keinen Reiseführer. Aber ich sage Ihnen einen Satz zu Brüssel, der mir sehr geholfen hat, meinen Roman zu schreiben. Ich habe lange Zeit herumexperimentiert, wie ich den Roman schreibe, also die Form, ja, in der ich das erzählen kann, die Geschichte. Und dann hat eines Tages ein Kommissionsbeamter nach dem dritten Glas Wein den erstaunlichen Satz zu mir gesagt: Weißt du, Robert, im Grunde ist Brüssel Konfetti und wir tun so, als wäre es ein Mosaik. Und dann schaut er verdutzt, ich glaube überrascht davon, dass er zu einem so unglaublich literarischen Satz fähig ist als Beamter, und setzt hinzu: oder umgekehrt. Und da habe ich gewusst, wie ich den Roman schreiben muss.